So Leute, wir sind jetzt gerade auf dem Weg nach Gambia, letzte Etappe. Unser Hans hat uns die letzten 8000 Kilometer ordentlich durchs Gelände gebracht. Ja, jetzt wird es langsam ernst, wir kommen zur Grenze. Leider geht es uns heute nicht so gut, weil irgendwie haben wir, keine Ahnung, hat die Malaria-Prophylaxe wahrscheinlich ein bisschen uns auf den Magen geschlagen. Man trinkt nämlich Schweppes oder Tonic gegen Malaria, da ist Chinin drin. Und dass es auch besser schmeckt, macht man noch Gin mit rein und fahren vielleicht so etliche Gin-Tonic zu viel gestern. Aber wir werden uns schon wieder erholen. Also dann Jungs, bis bald. Jungs und Mädels natürlich. Tschüss. Wir leben wieder hier, wa? Ja, das war nun die Challenge Dresden-Dakar Banjul. Für uns natürlich von Borkheide bis nach Banjul mit dem Team B2B Racing, Marcel und Franz und natürlich Hans, unser Auto. Mittlerweile dürften sie in Banjul in Gambia angekommen sein. Wir haben wenig Kontakt, haben aber noch ein bisschen Filmmaterial gehabt, wie ihr gesehen habt. Und wir werden weiter dranbleiben, so denn noch Material reinkommt. Aber die Tour an sich ist erst einmal zu Ende. Das Fahrzeug ist heil angekommen mit den beiden zusammen. Wir hoffen, wir konnten euch auf die Reise gut mitnehmen und es hat euch gefallen. Wir haben natürlich das Videomaterial immer live von Marcel und von Franz bekommen, so dass wir das hier zurechtgeschnitten haben und euch ein Gefühl dafür vermitteln konnten, was die beiden dort unterwegs erlebt haben. Wie gesagt, wir schauen, was noch an Material so reinkommt. Und werden euch natürlich auch daran noch beteiligen. Wir möchten uns natürlich hier fürs Zuschauen bedanken bei Borkheide News TV, hier am Mikrofon und am Schnittpult, euer Lutze. Und tschüss!